The alien invasion of Earth began so quietly we barely noticed. Early incidents were covered up by the world's governments. The Great War has been raging for decades, and mankind has all but lost. As alien forces close in on the last strongholds of humanity, the UNX world government has developed combat exoskeletons, granting their users superhuman abilities. Now, our time is running out, and we must prepare for our last stand. The future of mankind rests on the shoulders of mechanized infantry. Servus und hallo zu Alien Nation, dem Top-Down-Shooter von Housemarque. Das Entwicklerstudio hat in der Vergangenheit euch schon mit dem Spiel Dead Nation begeistern können. Das wird sicherlich einigen noch was sagen. Das war auch so, das mit dieser Zombie-Apokalypse und da. Einige werden schmunzeln. Alien Nation wurde auf der Gamescom 2014 schon als exklusiver Titel für die PlayStation 4 angekündigt. Und jetzt, endlich am 26. April, ist es soweit, können wir die Welt von den Aliens befreien. Starten wir auch gleich mal hier. Ne? Wenn wir fortfahren oder eine neue Kampagne wählen. Wir haben schon ein bisschen gespielt und uns einen Einblick in das Spiel verschafft. Für euch tun wir mal eine neue Kampagne starten. Wie ihr seht, haben wir hier den normalen und den Hardcore-Modus. Und der Hardcore-Modus ist endgültig. Das heißt, sobald ihr im Spiel sterbt, ist es vorbei. Müsst ihr von vorne anfangen. Vorteil ist hier natürlich, ihr könnt dieses Spiel im Vierer-Koop spielen. Das heißt, ihr könnt euch gegenseitig wiederbeleben. Ist natürlich die ultimative Herausforderung. Wir entscheiden uns natürlich für den normalen Modus, weil wir derzeit alleine spielen. Wählen hier natürlich einen neuen Speicherstand. Wie ihr seht, habt ihr hier drei Klassen. Den Bio-Experten, der eher so die Rolle des Medic übernimmt zum gegenseitigen Wiederbeleben. Oder auch, ja, mit der dementsprechenden Technologie die Aliens platt zu machen. Wir haben hier den Frontkämpfer und wie der Name schon sagt, das ist der Charakter für das grobe Austeilen mit ordentlichen Hieben und ordentlich Feuerkraft. Und zum Schluss den Saboteur, der ausgestattet ist mit so der außerirdischen Bombtechnologie und dementsprechend 1:1 alles zurückgeben kann. Wir entscheiden uns hier für den Frontkämpfer. Und wie ihr hier seht, das ist die Spielekarte. Die ganze Welt ist verseucht. Ihr habt hier anfänglich ein sogenanntes Tutorial. Welcome to the Combat Training Facility, Captain. Colonel Clark and his team have developed the advanced armor and weapon systems that you will be testing today. And we're both tapped into your suit's telemetry and camera feeds, so we can see how you get on and provide remote tactical support. Ist ein bisschen schade, dass das Spiel nicht deutsch synchronisiert wird, aber es ist alles in deutscher Sprache untertitelt worden. Und da legen wir auch gleich mal los. Alright, Captain, we'll start off by testing basic locomotion. Anfänglich wird euch hier der Controller gezeigt, wie man sich bewegen kann. Nice and smooth. Leg actuators all functional. Now let's see you vault over an obstacle. Und es gibt auch neue Optionen, wie zum Beispiel das Drüberspringen über Barrieren. Und Explosionen. Im Gesamten macht das Spiel erstmal einen sehr positiven Eindruck, grafisch gesehen. Aber wir wollen uns ja hier nicht aufhalten in dem Tutorial. Das könnt ihr alleine mal probieren, was alles geboten wird. Wir schauen mal gleich rum in das erste Level. Jetzt haben wir hier schon eine Weile gespielt. Wie gesagt, die Trainingseinheit weg. Und Barrow Alaska haben wir auch schon weg. Insgesamt werden euch 8 Locations geboten.
Das kann man irgendwo im Menü hier sagen. Ich habe es ganz vergessen, weil hier wirklich alles geboten wird. Ranglisten, wie wir sie kennen aus Dead Nation. Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt schon auf Platz 6. Das wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen Gas geben und ein bisschen wieder in der vorderen Liga mitspielen. Das kann ja nicht sein. Bei Dead Nation waren wir auf jeden Fall Dritter. Das ist unser derzeitiger Frontkämpfer mit Ausrüstung. Wo ihr mal hier seht, das läuft ähnlich wie in Spielen wie in Destiny. Man kann dann die Primärwaffe in verschiedenen Farben ausrüsten, sagen wir mal, zwischen den normalen, den ungewöhnlichen, den supergewöhnlichen bis zum High-End. Ebenso wie bei den sekundären Waffen und den schweren Waffen der Ausstattung, was meistens die Handgranate gibt. Das haben wir schon wieder geklickt. Dabei könnt ihr euch gewisse aktive und passive Fähigkeiten freispielen. Das sind dann halt Tesla-Ladungen, Schilde, Bodenschläge, kinetische Angriffe, Powerschlag oder die schnellere Erholung, für die wir uns jetzt entschieden haben, weil wir derzeit noch alleine spielen. Und die sogenannten Ressourcen, die ihr im Spiel sammelt. Das sind sogenannte Energiekerne, Metalle und so weiter, indem ihr eure Waffen aufrüstet. Aber wir wollen ja nicht dumm rumquatschen, wir spielen dann einfach mal los, um euch ein bisschen das Spiel zu zeigen. Das ist hier Level 2. Die Sichtbarkeit ist öffentlich, das heißt, es können auch mal fremde Personen in das Spiel hinein, weil es können ja bis zu 4 Spieler spielen. Wie man hier wieder sauber erkennt, 3 verschiedene Schwierigkeitsmodis und wir müssen mal sagen, selbst auf Stufe Anfänger ist es alleine schon sehr herausfordernd. Experte täten wir dann empfehlen, da müssen wir mindestens zu zweit sein, weil sobald ihr tot seid, habt ihr, ihr möchtet es jetzt nicht sagen, verloren. Ihr wisst, welche Karte man da zieht. Oder Veteran für die ganz hartgesottenen Jungs. Wählen wir am Anfang mal Anfänger. In der Ukraine hier. Übrigens ist es, alle Call of Duty Spieler der vergangenen Tage waren schon mal hier in Tschernobyl. Your first objective is to clear the perimeter around the landing area, from which we can stage further operations. Und schon sind wir mitten im Kriegsgebiet. Steuerung habt ihr euch ja im Tutorial schon ein bisschen anschauen können. Mit dem rechten Stick kann man gezielt. Links die ganz normalen Bewegungen. Unten wird das alles sauber, schön links im HUD erklärt. Die Handgranate, die man gleichzeitig nochmal zünden kann. Es geht was kaputt. Den Waffenwechsel. Und den sogenannten Special Move mit Viereck. Das sind die sogenannten Fähigkeiten, die ihr euch freischalten könnt. Wir geben uns hier auf die Jagd der Aliens. Und da sind sie schon. Das sind aber noch die leichten, muss man sagen. Beim Nachladen in den grünen Balken nochmal drücken und ihr habt schneller nachgeladen. Wie man hier erkennt, gibt es unterschiedliche Typen. Und wieder Explosionen. Und weg war er. Ganz enorm hilfreich wieder. Das werden, wie gesagt, Spieler aus Dead Nation kennen. Oh, das ist so ein Springer. Der explodiert. Uah, noch ein Auto. Hier sind die angesprochenen Energiekerne zum Aufleveln der Waffen. Was schießt denn eigentlich hier für ein Mist rum? Bisschen Starship-Troopers-Feeling. Dass wir auch mal austeilen können.
Erledigt. Wie gesagt, der Modus macht dann richtig zu zweit und zu dritt mehr Spaß, als hier sich alleine durchwühlen zu können. Wenn man dann noch verschiedene Klassen ausgewählt hat, untereinander, ist man perfekt ausgerüstet. Hier haben wir so einen sogenannten Respawn-Punkt. Falls wir sterben, dann starten wir wieder hier. Also ich spiele natürlich den ultimativen Hardcore-Modus. Weg. Oh, was hat der fallen lassen? Weg, der hat was schön fallen lassen. Eine Plasma-Schrotflinte. Gehen wir mal geschwind in Deckung hier. Kann man während des Spiels natürlich auch gleich ausrüsten, diese Sekundärwaffe. Plasma-Schrotflinte gegenüber. Der Revolver ist leider noch besser. Ne? Ausrüstungsbonus. Man muss sich jetzt dann ein bisschen entscheiden wieder. Das ist so... Ja, Schaden pro Sekunde. Aber so eine Schrotflinte in der Masse ist natürlich besser. Die kann man ausrüsten und vielleicht nicht verwerten. Wie man hier dann sieht, Primärwaffe gibt, haben wir unsere Energie. Den sogenannten Verbesserungsmodus. Könnt ihr euch mal in Ruhe ein bisschen reindenken, das jetzt hier alles in das Video hineinzubringen zur Vorstellung, wird zu komplex. Wir werden dann am Montag wohl mal Montagabend Livestream machen. Da könnt ihr ein bisschen auf die Fragen eingehen. Geht alles kaputt. Ach du heilige Kacke, Bugs! Doch ein bisschen Starship Troopers hier, hä? Ich hoffe, wir konnten euch mal einen kleinen Einblick geben. Für den Rest, schreibt runter, wenn ihr Fragen habt. Und danke fürs Zuschauen. Ey, jetzt rennt er mir noch hinterher. Ich will Schluss machen. Tschüss. Man sieht sich. Press play for the experience.